Supi. Hab's auch gleich. Ah. So, das war. Okay, also mit dir verpasst. Egal. Hauptsache schon mal eins. Ja. Hä? Naja. Weiter. Oh, der Penner. Nein! Nee. Das war's doch jetzt nicht, oder? Nee. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Ah, fertig. Ich liebe Geschenke. Zeig's mir. Dir? Zeig ich doch alles. Kann ich nicht irgendwas machen? Ich hab Penner da. Können Sie sich noch bewegen? Sie haben genug zu ziehen, etwas um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit Ihrem Hirn nicht stimmen. Tschüss. Na? Hä? Hä? Hast du genug? Hä? Hä? Muss irgendwas in meinem Hirn nicht stimmen. Ja, ich war ja auch in der Klapse. 14 Jahre lang. So. Nicht schlapp machen. Noch nicht. Nicht bevor sie in Sicherheit ist. Genau. Fahrstuhl. Na dann, das schön. Ich muss sie kurz schließen, ja? Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, schließen Sie herein und gabeln Sie auf. Mhm. Ah! William! Was ist passiert? Du blutest. Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blaskovic. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus hier, Leute. Lauf, das sind wir alle. Lauf, schnell. Oh Gott. Dieser Fahrstuhl ist nicht mehr der neueste. Beten wir, dass er noch funktioniert. Hm? Hier drüben. Hier geht's lang. Ja. Blaskovic, hilf mir hoch. Okay. Wir holen dich da raus.
Und dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt doch noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich und mich. Oh. Was machen Sie denn da drin? Einen alten Freund besuchen? So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blazkowicz. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie... Wie ist das bei Ihnen? Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Menschen wie Sie, Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung. Doch bedenken Sie eins: Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen. Wyatt. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Oh je. Bin die Wise Laden. Maschinenmensch, säubere den Raum. Oh shit. ETF. Ja, geil, Messer. Wohin muss ich denn hier? Scheiße. Ja. Das ist so die ultimative Frage. Wie? Nein. Granate, danke.
Haben wir's? Stecken Sie da dran. Trotz des Lichts, das ich geschlossen habe, ab von der Kontrolle werden daran handeln, kann sie nicht geben. Sie müssen das beenden. Private, es war eine Ehre, das an Ihrer Seite zu nehmen. Also irgendwie schon widerlich sowas. Rettung, olé! Schild. Warte mal. Oben den Spannungsleiter zerstören, wa? Nee. Komisch. Ja, hier können wir auch nichts groß machen. Was sagt denn der dann zu dem? So, einmal kurz außen rum hier. Hä? Ist ja voll bescheuert. Nee, umwendet kannst du ja auch nichts mehr. Du musst ja irgendwie den Saft abdrehen können hier. Von der Rostschüssel da.
Tja, wo? So eine Scheiße hier. Ach, warte mal. Geht das? Ach, hier. Joa, der ist weg, wa? Mach nichts. Aber ganz böse. Ja, okay. Bin ja also doof, ne? Das wäre natürlich jetzt hier einfach gewesen. Ich das von Anfang an wusste. Bäm. So. Das ist gar nicht mehr gut hier. Hä? Was ist jetzt? Schieße gar nicht mehr. Nee. Scharfschützen will ich jetzt eher nicht. Wenn wir das. Ah ne, passt schon. Was ist das? So. Adios, Penner. Gute Wahl, Captain Blazkowicz. Das ist ein guter Jahrgang. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Ich werde nie vor Ihnen niederknien. Oh Gott, dann erledige ich Sie im Stehen. Jo, na dann. Tschö. Penner. So naiv.
Wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Eine mächtige Frau mit Fackel, deren Flamme der eingefangene Blitzstrahl ist und die Name Mutter der Verbannten lautet. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten. Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme getriebenen. Blasco, hören Sie mich! Kann ich feuern? Feuerfrei. That the stars keep shining all through the night. Hm. Für die Freiheit geopfert. Just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. Ja, kommt da jetzt nur die ganzen Credits? Ja, ne? Ich würde meinen, ja. Pling, Befreiung. Jo, Spiel durch, würde ich meinen. Das war das Ganze. Jetzt müssen wir natürlich nur nochmal hier unter Kapitel 7, ja, was wir haben und was wir nicht haben. Okay, hier mal alles. Da fehlt ein Gold. Genau, und so weiter und so fort. Ne? Immer bloß den Anfang jeweils. Gar nicht mal so verkehrt. Das passt soweit alles. Und, ach du Scheiße. Ach ja, genau. Die Gibraltarbrücke mit dem Zug. Naja. Macht nichts. Denn, höre ja diese Stelle jetzt klar nochmal auf. Und dann geht es hier in der nächsten Folge einfach nochmal darum, hier die ganzen Collectibles auch voll einzusammeln. Die einem hier überall fehlen. Also fangen wir in dem Fall ja hier an mit dem in Kapitel 3, das eine Goldteil da noch. Das noch einmal holen, sobald natürlich das hier geholt worden ist. Speichert das Spiel ja hier automatisch und ich kann direkt ins Verlassen und hier zum Beispiel mit dem Gefängnis weitermachen, einen Enigma-Code einsammeln und so weiter und so fort. Bis hier das komplett die Collectibles eingesammelt sind, von wegen hier Briefe, Gold und Enigma-Codes. Und dann danach kann man immer noch hier weitermachen mit zum Beispiel gerade dem hier nochmal auf Extrem, damit das Spiel denkt, ich habe komplett alles auf Extrem abgeschlossen. Also sprich so und dann so, na klar. Ja, aber das machen wir dann auch ab dem nächsten Mal und bis dahin sage ich schon mal für jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin natürlich froh und natürlich auch gerne gewillt, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn ich die restlichen Zeugs alles hole für die Platin-Trophäe und ja, wünsche euch was. Na, haut rein, Servus und ciao.